und verbeult und, am 17. Januar 2013 hat die Piratenpartei mit zwei Veranstaltungen in Hannover den Wahlkampf zur niedersächsischen Landtagswahl fortgesetzt. Am Nachmittag informierten die Piraten zunächst über ihre Energiepolitik. Listenkandidat Jürgen Stemmke zum Thema Stromnetze und Atomausstieg. Momentan haben wir ein Netz in Deutschland, das ist schon verteilt, das ist monopolistisch aufgebaut, also das große Strukturen eben in den Händen von wenigen Teilnehmern. Und was wir möchten ist, also wir brauchen schon ein paar neue Leitungen, aber nicht so viel, bei weitem nicht so viel, wie man uns glauben lassen möchte. Die Grünen hatten ursprünglich mal gedacht, dass sie Atomkraftwerke bis 2017 abschalten wollen, haben sich dann aber entschlossen, sich dem schwarz-gelben Atomkonsens anzuschließen und auf der gleichen Veranstaltung den Termin 2017 aus ihrem Programm gestrichen. Anschließend beschrieb Phil aus dem Wendland, wer von Atomenergie und dem sorglosen Umgang mit dem Atommüll profitiert. Der Verband der Bekleidungsindustrie, Energie Baden-Württemberg, hat sie für E.ON gearbeitet. Ernst Albrecht, man könnte sagen, der Begründer von Gorleben. Werner Müller ist von Herrn Schröder, ist er ins Wirtschaftsministerium berufen worden. Und Dieter Grill war stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Niedersachsen, arbeitet jetzt als Lobbyist im deutschen Atomforum. Aktuell haben wir noch ThyssenKrupp mit dabei, Aluminium Rheinfelden, also ein großer energieintensiver Betrieb. Evonik hatten wir schon mal, das ist der Konzern, für den Werner Müller gearbeitet hatte, bevor er Minister wurde. Die Zeche zahlen am Ende wir und unsere Kinder. Die Aktion endete damit, dass symbolische Atommüllfässer durch die hannoversche Innenstadt gerollt wurden. Am Abend informierten die Piraten dann nochmals über die Kernpunkte ihres Wahlprogrammes. Ich habe keine Schule getroffen, die gesagt hat, G8 ist toll. Alle Schulen, in denen ich war, haben gesagt, wir müssen zurück zu G9. Wir wollen wirklich die Diskussion miteinander haben und wieder politisch arbeiten. Das heißt, wir wollen etwas erwirken. Wir wollen Lösungen haben, mit daran wirken, über Parteien hinaus. Wir sagen nicht, hier ist der Mensch, dem es gut geht, und jetzt hier ist der Mensch, der braucht was vom Staat. Der Bereich Soziales wird bei der Piratenpartei von jeher als etwas gesehen, was die ganze Gesellschaft umfasst. Und eben nicht einteilt in Bedürftige und Menschen, die nicht bedürftig sind. Open Data ist ein so ein Ding, dass alle Daten, die sich in öffentlicher Hand befinden, mit Steuergeldern gesammelt worden sind, dass die frei verfügbar sind, maschinenlesbar für jede Art von Nutzung. Datenschutz stellt die Machtfrage in einer Gesellschaft, in der immer mehr Daten über unseren Alltag, aber auch über unsere Beziehung zur Wirtschaft, unsere Beziehung zum Staat, unsere Beziehung zueinander generiert werden. Ich freue mich so darauf, wie die nächsten 5 Jahre werden. Das wird eine richtig gute Zeit. Wer wirklich einen Politikwechsel will, der muss am nächsten Sonntag Piraten wählen. Und wer Piraten wählt, der nimmt die Politik in seine eigene Hand. Also sagt es weiter, am 20. am Sonntag Piraten wählen.